Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man ein verzweifeltes Poulet macht. Hallo zusammen, schön sind ihr wieder dabei. Heute machen wir ein verzweifeltes Poulet und wie das geht, zeige ich euch gerade zeigen. Im Prinzip ist es ganz einfach. Unter die Haut tun wir frisch gepressten Knoblauch drauf. Ich habe schon mal vorgeschnitten, weil es sonst nicht so gut geht. Dann haben wir hier die Haut ein bisschen gelöst. Und jetzt können wir hier ein bisschen Knoblauch drunter tun. Schön einmassieren. Dann gibt es einen feinen Knoblauchgeschmack. So. Bei den Flügeln auch noch ein bisschen. Schön drunter da. Rein mit dem Zeug da. Schön einmassieren. Nochmal ein bisschen. Macht auch nichts, wenn es ein bisschen neben raus geht. Die andere Seite noch. So. So. Da. So. So. Auf der Haut tun wir ein bisschen Salz und Knoblauchpulver. Tun es auch schön einmassieren. Und dann tun wir es im Kühlschrank 2 Stunden lang einwirken. So, die 2 Stunden sind jetzt vorbei. Und es wird langsam Zeit, dass der Gückel mal ins Solarium kommt. Jetzt tun wir ein bisschen Desperado-Bier rein, dass der Gückel ein bisschen Geschmack überkommt vom Bier. So, tun wir ein bisschen hier rein. Ruhig füllen. So. Dann tun wir das Gehäuse noch rein. Da. So, tun wir noch ein bisschen Thymian rein, dass auch der Geschmack der Kräuter hier raufkommt. Schön von innen nach außen. Noch ein bisschen Rosmarin auch noch drin. Das auch noch ein bisschen drin. Das gibt ganz einen guten Geschmack. So, da rein. Jetzt nehmen wir den Gückel. Dann den da drüber stülpen. Schön, dass er schön drauf kommt. Handwaschen. Und als Beilage haben wir noch ein bisschen Erdäpfel, Peperoni und Zwiebeln dran. Tun wir das auch noch ein bisschen drauf. Nachher kommt das Ganze in den Grill für ca. 30 bis 45 Minuten, bis wir eine Kerntemperatur haben von 80 Grad. Jetzt haben wir den Gückel ein bisschen geschmückt. Jetzt mache ich den Grill auf. Wir haben etwa 200 Grad. So, stellen wir ihn hier rein. So. Jetzt machen wir den linken Brenner und den rechten Brenner. Und tschüss. Viel Vergnügen im Solarium. So, die Viertelstunde ist vorbei. Und da draußen schmeckt es. Ich sage euch, Kinder, das schmeckt so geil da draußen. Jetzt schauen wir mal, aber, was der Gückel unter dem Solarium macht. Wow, jetzt kommt er langsam Farbe über. Schauen wir schnell, was er für eine Temperatur hat, was für eine Kerntemperatur. Wir wollen ja ungefähr 80 haben, 80 Grad. Schnell rein mit dem Zeug. Jetzt sind wir bei 31, also er braucht noch ein Zeitchen. Was wir jetzt noch machen, ist, dass die Haut etwas glänzig wird. Schmieren wir ihn noch etwas einschmieren gegen den Sonnenbrand. Schön von oben runter, weil das fließt eh gegen oben. Aber schmecken tut es, ich kann euch sagen, ganz geil. Also, lassen wir ihn noch mal eine Viertelstunde hier rein. Mal schauen, wie er sich entwickelt. So, jetzt sind 45 Minuten vorbei. Jetzt schauen wir mal, was er drinnen für keine Kerntemperatur hat. Mal schauen, was er so sagt da drinnen. Schauen wir mal das Ding an. Hey. Mal schauen. Kerntemperatur. Tipptopp. Jetzt nehmen wir ihn raus, tun ihn 10 Minuten noch ein bisschen Ruhe lassen und dann tun wir ihn probieren. So, 10 Minuten sind vorbei und jetzt kommt das Schönste vom Ganzen, probieren. Schneiden wir das Teil ein bisschen ab. Da. Schauen wir mal, wie du das gut abschneiden kannst. Schön saftig, schmeckt nach Knoblauch. Das ist so geil. Probieren wir mal. Mmh. Mmh.
Schade, könnt ihr es nicht schmecken, es ist so geil.